Willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Und Natti hat uns eine Eule geschickt und möchte mit uns nochmal in der großen Halle sprechen. Und damit willkommen zurück. Manche Tage sind schwieriger als... Natti, ist alles in Ordnung? Manchmal verdränge ich die Abwesenheit meines Vaters und finde für ein, zwei Tage Frieden. Aber jetzt gerade nicht. Ich vermisse ihn. Vermisse es, mit ihm zu laufen. Vermisse das Matabeleland. Er sollte noch hier sein. Und ich bin schuld, dass er es nicht ist. Es ist nicht deine Schuld, Natti. Du hättest nichts tun können, um es zu verhindern. Das sagt meine Mutter auch. Doch er starb, um mich zu schützen. Und ich kann nicht anders, als mich schuldig zu fühlen. Ich durchlebe diesen Moment viel öfter, als mir lieb ist. Ich würde mich weniger hilflos fühlen, wenn ich Harlow und dem Rest von Rookwoods Bande wirklich ein Ende setzen könnte. Mit jedem Tag auf freiem Fuß richten sie mehr Schaden an und lassen Menschen wie Archie Bickle die Konsequenzen spüren. Ja, Natti, wir kriegen sie. Ich habe noch nie erlebt, wie sich jemand so sehr für etwas einsetzt. Danke. Wir werden sie bestimmt kriegen. Angefangen bei Harlow. Danke, dass du mit mir gesprochen hast. Das war sehr hilfreich. Das war's? Wow. Ist das Schloss niederbrennen? Haben die Schüler Grund zum Flennen? Treffen uns vor Feldcroft, sobald du kannst. Ist echt die Schule der Gestörten. Okay, wir müssen nach Feldcroft. Heieiei. Wie ich wohl in so einem kleinen Dorf zurechtkäme? Bisschen viel reden statt mal wieder Story, ne? Also immer nur so kurze Gespräche. Ein Relikt aus den Katakomben, das ein dunkles Opfer erfordert? Ich weiß, wie das klingt, aber wenn es hilft, lohnt sich das Risiko. Weiß Ominous auch davon? Er half, das Kryptorium mit Slytherins Zauberbuch zu finden. Nun gut, wenn Ominous dabei ist, werde ich auch kommen. Wir haben nicht viel Zeit. Solomon will Feldcroft verlassen. Was? Verlassen? Egal, du musst ihn hinhalten. Verschaff uns Zeit, Anne. Bitte. Ich versuche es. Ich melde mich. Solomon kann Anne nicht aus Feldcroft wegbringen. Wohin würden sie denn gehen? Sebastian. Unfassbar, dass mein Onkel Feldcroft verlassen will. Anne wird ihn hinhalten. Das muss sie. Wir brauchen Zeit. Zeit? Wofür? Ich habe mehr über das Relikt erfahren. Ich habe Slytherins Zauberbuch mit dem verglichen, was in der Bibliothek über Relikte und dunkle Opfer steht. Dabei wurde mir etwas klar. Ich glaube, das Relikt funktioniert nur in der Katakombe. Wir müssen Anne in die Katakombe bringen und dann ein Opfer darbieten? Das klingt riskant. Es ist das Risiko wert. Unsere größte Hürde könnte Ominous sein. Anne gibt dem Ganzen nur eine Chance, wenn er dabei ist. Und wir müssen es vor deinem Onkel verheimlichen. Wenn er zum Schulleiter geht, fliegen wir von der Schule. Ich regel das mit Ominous. Was meinen Onkel angeht, er ist kein Auro mehr. Was er nicht weiß, wird uns nicht schaden. Würde dein Onkel alles dem Ministerium melden, wenn er es herausfindet? Ich bezweifle, dass er zum Ministerium geht, wenn er es erfährt. Er hat sich nicht im Guten getrennt. Er sagt es nicht, aber seine Abneigung gegen schwarze Magie hat sicher etwas mit seiner Zeit dort zu tun. Anne glaubt, er wollte einst Feuer mit Feuer bekämpfen und setzte einen unverzeihlichen Fluch im Kampf gegen schwarze Magier ein. Zumindest hat sie das so verstanden. Als er erkannte, wozu sein Beruf ihn gemacht hatte, gab er ihn ziemlich abrupt auf. Ich glaube nicht, dass er dem Ministerium von schwarzer Magie in seiner eigenen Familie berichten würde. Viel Glück mit Ominous. Bis zum nächsten Mal.
Ich werde dir sagen, wann wir vier uns in der Katakombe treffen. Achte auf meine Eule. Bis bald dann. Okay, Poppy hat uns auch geschrieben. Jetzt geht's ja wieder Schlag auf Schlag gerade. Und wollen wir mal alle an anderen Ende der Map. Immer mega lustig. Wir sind ja quasi nur am Hin- und Herreisen. Naja, das ist aber trotzdem ein bisschen viel. Diese Dauer nur Gespräche, ohne dass man wirklich die Story weitergeht, finde ich immer ein bisschen schade. Hätte ich gern mehr, dass es ein bisschen fokussierter ist, dass man vielleicht nur einmal so ein Zwischengespräch. Aber wir hatten jetzt gerade mit allen dreien ein Gespräch. Jetzt haben wir schon wieder mit allen dreien Gespräch. Also ich denke mal, Poppy wird jetzt auch nur ein Gespräch sein, bis die Story an sich wirklich weitergeht, bis wir mal wieder was machen müssen. Ja, schon ein bisschen schade. Also es ist so zweimal hintereinander, weißt du, dazwischen halt so ein Story-Ding wäre, glaube ich, sinnvoller. Aber gut, mal schauen. Was Poppy von uns im verbotenen Wald will, ist ja eigentlich auch nicht gerade der perfekte Ort, um sich als Schüler zu treffen. Ich schaffe das, ich krieg das hin. Sie will sicher helfen. Treffen wir hier die Zentauren? Tja, sie wissen nicht, dass wir kommen. Also ist es weniger ein Treffen als vielmehr eine Überraschung, oder? Ich weiß nicht so recht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie sich freuen, überrascht zu werden. Wir haben keine Wahl, wenn wir die Schnatzer schützen wollen. Sicher können sie erkennen, dass wir es ernst meinen. Sie haben etwas so Allwissendes an sich. Fast schon beängstigend. Wenn ich es mir recht überlege, sind sie dafür bekannt, quasi allwissend zu sein. Das trifft es auf den Punkt. Ich habe nur... Ach, egal. Was ist denn? Es ist nichts. Wir haben nichts zu verheimlichen. Das stimmt. Wir sind einfach ehrlich und sagen ihnen, was wir vorhaben. Dann müssen sie uns einfach helfen, oder? Ja, natürlich. Du hast vollkommen recht. Wir treffen uns mit ihnen, erzählen ihnen von den Schnatzern und es geht sicher alles gut. Anne ist besorgt. Sebastian habe ihm versprochen, dass ich da sein würde, wenn sie sich mit ihm in der Katakombe trifft. Aber jetzt bittet er sie, sofort mitzukommen. Und zwar allein. Sie sagt, er klinge nicht wie er selbst. Wir treffen uns in der Katakombe, sobald es möglich ist. Ich hoffe, mein Federkiel hat meine Botschaft klar ausgeholt. Was glaubt ihr, was ihr hier macht, Menschen? Bitte! Wir wollten mit euch sprechen. Ah, du willst wohl erzählen können, wie du mit einem Zentauren gesprochen hast, der dir sogar antwortete. Nein, niemals. Wir brauchen einfach eure Hilfe. Genug. Herzukommen war ein großer Fehler von dir, kleine Hexe. Lass sie in Ruhe, Alec. Wir tun Kindern nichts. Das ist nicht unsere Art. Nicht so anmaßend, alter Narr. Ich führe diese Herde an, während du an unserer Art festhältst, schlachten ihresgleichen weiter unbekümmert Wesen wie uns ab! Soweit ich weiß, taten sie nichts dergleichen. Wir werden sie daher gehen lassen. Hör gut zu, Doran. Wenn ich sie je wiedersehe, schlage ich euch allen dreien den Kopf ab. Törichte Kinder, wisst ihr, was hier mit Zauberern passiert? Nun, folgt mir, bevor ich... Goldene Schnatzer existieren noch und die Wilderer suchen sie. Sie wissen, dass das Mondlicht der Schlüssel zu ihnen ist, aber sie verstehen es nicht ganz, noch nicht. Bitte helft uns, die Schnatzer vor den Wilderern zu finden. Kann es sein? Im Süden ist eine Höhle, in der sich das befindet, was die Wilderer suchen. Ein Mondstein. Holt ihn und legt ihn in den Steinkreis im Wald. Ich hingegen muss zu meiner Herde. Kommt zu mir, wenn ihr fertig seid. Ich verstehe das nicht.
Also geht es bei dem Mondlicht im Notizbuch gar nicht um echtes Mondlicht, sondern um einen Mondstein? Was haben Mondsteine mit Schnatzern zu tun? Und warum war er sich so sicher, wo wir einen finden könnten? Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube ihm. Immerhin ist er ja ein Zentaur. Du hast recht. Es ist schade, dass er so schnell verschwunden ist. Wie hieß er? Doran? So nannte ihn der Anführer der Herde. Wenn Doran mehr weiß als wir, sollten wir gleich etwas unternehmen und später nachfragen. Ich gehe in die Bibliothek und suche Hinweise zu dieser Höhle. Gut. Ich melde mich, wenn ich was finde. Ominous hat ja schön reingeredet in die Ankunft der Zentauren. Fand ich auch sehr lustig. Aber da haben wir ja schon unsere nächste Mission. Es geht Schlag auf Schlag. Ich will zu dem Schnellreisepunkt. Mysteriös und etwas beunruhigend. Was soll ich tun? Lauft, ihr Narren, oder flieht. Sebastian ist zu weit gegangen. Du hast die Katakomben gesehen. Ich kann hier nicht bleiben. Warte, Anne, bitte. Ominous. Er war bereit, das ganze Dorf und sich selbst in Gefahr zu bringen, nur weil irgendein altes Relikt mich heilen könnte. Es tut mir leid, Ominous. Pass gut auf ihn auf, ja? Gut, dass du da bist. Ich habe deine Eule erhalten. Wo ist Sebastian? In der Katakombe. Ehrlich gesagt war ich überrascht, dass du nicht bei ihm warst. Ominous, ich... Nicht. Du hast geschworen, es Sebastian nicht mehr weitertreiben zu lassen. Und schau, wo wir jetzt sind. Er will nicht auf mich hören. Ich hätte ihn früher aufhalten sollen. Jetzt steckt Sebastian echt in der Klemme. Ich gehe zurück in die Katakombe, um ihn zu suchen. Anne hat recht. Er und das gesamte Dorf sind in Gefahr. Da drin wimmelt es nur so von Inferi. Inferi? Was redest du da? Du wirst gleich sehen. Schnell! Sebastian kann nicht ganz bei Sinnen sein. Letztes Mal waren da noch keine, da waren Spinnen, glaube ich, ne? Auch in der Höhle. Aber kein Inferi. Gut, dann würde ich sagen, wir tauschen Bombarda mal wieder mit Incendio aus. Ja. Als wir das letzte Mal hier waren, wimmelte es von Spinnen. Ja, so viel zum Thema. Jetzt steht uns Schlimmeres bevor. Lass uns Sebastian finden. Wo war Sebastian, als Anne und du ihn gefunden habt? Da vorne. In der großen Hand. Hier nicht so viele in Feri. Und keine Spur von Sebastian. Incendio, Ringo. Aua. Incendio. Das ist wahrscheinlich die schwarze Magie. Von Ringo. Wie die anlockt. Incendio. Super. Warte bitte kurz.
Ich war so besorgt wegen Sebastian. Mir war gar nicht klar, dass Anne Solomon holen will. Was? Als sie die Inferi sah, dachte sie zuerst, Sebastian würde angegriffen. Aber dann zeigte er ihr das Relikt und sagte, er wisse, wie man es verwendet. Die Symbole auf dem Relikt waren Inferi? Und Sebastian hat sie erschaffen? Nicht ganz. Er kontrolliert sie. Das ist mächtige schwarze Magie. Inferi zu erschaffen ist unglaublich schwierig. Aber sie zu kontrollieren... Während Anne und ich verzweifelt versuchten, die Inferi an der Flucht zu hindern, sagte Sebastian nur immer wieder, er müsse Anne heilen. Als Anne sagte, sie könne nicht bleiben, wusste ich nicht, was sie meinte. Solomon drohte, zum Schulleiter zu gehen, wenn er hört, dass Sebastian schwarze Magie benutzt. Ich muss nach Hogwarts und als Erster mit Professor Black reden. Ich lasse das Ganze nach einem Familienstreit aussehen. Ich komme zurück, sobald ich kann. Versuch du, Sebastian Vernunft einzureden. Sei vorsichtig. Na, das wird ja erfolgreich sein. Diese Inferi wirken überhaupt nicht kontrolliert. Wo ist denn jetzt Sebastian? Ich habe das Gefühl, wir laufen hier nur in unnötige oder unwichtige Nebengänge. Da drin schon mal nicht. Weil mir kommen ja immer zu wieder welche. Auf jeden Fall nicht weiter. Confringo, kommen wir da her? Nee. Nee, hier kommen wir nicht her. Ah ja. Wow. Jetzt brauchen wir Akku. Hier. Sebastian. Ist das nicht unglaublich? Sebastian. Sag ich doch, das Relikt ist die Antwort. Ich wollte die schwarze Magie rückgängig machen, die Anne verletzt hat. Aber damit kann ich sie kontrollieren. So wie ich die Inferi kontrolliere. Beherrschen? Ich musste den ganzen Weg gegen Inferi kämpfen. Was habt ihr beiden getan? Accio Relikt! Das Relikt! Das wirst du wissen! Also muss ich gegen ihn kämpfen. Leviosa!
Okay, wir brauchen was, was schnell nachlädt. Okay, Platz hier. That escalated, na gut, quickly nicht, aber it escalated. Was hast du getan? Ich muss hier raus. Frag dich ja, was du getan hast, ja. Ich darf ihn nicht gehen lassen. Halt aber den Todesfluches. Sebastian, warte! Der Not heraus. Auf den eigenen Onkel. Was ist denn? Warum hast du nicht angehalten? Ich habe dich gerufen. Anne wird das nicht überleben. Sieh sich dahin. Innerlich und äußerlich. Herr Solomon war nie für uns da. Nicht wirklich. Er hat Anne aufgegeben. Ich werde das nie tun.
Du hast ihn gesehen, oder? Er wollte ihr Leben zerstören. Er griff uns an. Ich musste den Todesfluch anwenden. Das verstehst du doch. Hätte ich den Zauber nicht gekannt. Du bist zu weit gegangen, Sebastian. Ich kann nicht klar denken. Ich muss gehen. Ich kann nicht bleiben. Ich muss Ominous finden. Sebastian! Bitte, ich bin gerade nicht ich selbst. Treffen wir uns später in der Krypta. In Ordnung? Kennst du Irondale? Das Dorf liegt südlich des Schlosses. Die Höhle, die wir für Doran finden sollten, könnte in der Nähe sein. Ist aber spannend, wenn man das sagt. Niemand soll den kennen, bietet er es einem gar nicht erst an, den Spruch zu lernen. Das finde ich gut. Das ist sehr, sehr gut. Ach, guck mal. Gar nicht so weit weg. Sieht ziemlich dunkel aus. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Was zum Fortfahren absteigen? Sind wir schon da oder was? Nee. Kann nicht sein. Du bist hier. Das bedeutet wohl, du hattest Glück in der Bibliothek. Es hat einige Stunden und viele unleserliche Karten gebraucht, aber ich glaube, das ist die Höhle, von der Doran sprach. Beeindruckend. Vor allem, wenn man bedenkt, wie wenig er uns gesagt hat. Ganz sicher bin ich immer noch nicht, aber diese passte am besten. Ich habe Geschichten über eine Höhle in der Gegend gefunden, die Leute meiden. Das schien mir ein ideales Versteck für etwas Wertvolles zu sein. Es ist vielleicht weit hergeholt, aber könnte ein geheimnisvoller Gegenstand wie der Mondstein nicht in einer ebenso geheimnisvollen Höhle versteckt sein? Ich klammere mich an jeden Anhaltspunkt. Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch umsehen. Das stimmt. Ob man wohl erblindet, wenn man direkt auf einen Mondstein blickt? Gute Fragen. Oh, die Karte, die Höhle heißt Mondsteingarten. Könnte da ein Mondstein sein? Fragen über Fragen, die mich plagen. Du glaubst die Gerüchte über die Höhle doch nicht, oder? Wir finden es wohl heraus, was? Bombarda! Eine gute Frage. Ah, Fupa. Fupa? Wie bitte? So müssen die Gerüchte über die Höhle begonnen haben. Fupa-Gesang soll alle, die ihn hören, in den Wahnsinn treiben. Mhm. Wenn der Mondstein hier ist und die Fupa auch, frage ich mich, ob er beschützt wird. Revelio. Warum bin ich nicht überrascht? Erst die Fupa und jetzt das. Okay. Moment. Accio. Das brauchen wir und das. Ich denke, wir sollten Motten. Revelio. Ja, danke, Captain Sherlock. Die Frage ist, wo sind welche? Sind die dahinter und wir sehen es nur nicht? Können Sie mal probieren, also das. Ach, hier. Und der Kreis. Ah ja.
Lumos. Lumos! Muss mir nicht immer alles nachmachen. Wie lame. Die macht einem alles nach. So, das brauchen wir. Und das. Nee. Nee. Das. Vielleicht helfen uns die Runen an den Wänden, die Motten zu finden. Was? Lumos. Lumos! Na, geh doch da rein. Lumos. Radium Leviosa. Was? Depulso. Noch ein Hindernis. Egal. Ich bin sicher, wir finden einen Weg hinüber. Revelio. Können wir den jetzt einfach mitnehmen? Bleibt es dann auch? Lumos. Lumos. Oh, ja. Oh, Lumos. Man kann Lumos echt theatralisch aussprechen. Lumos. Wusste ich gar nicht. Sehr interessant. Okay, da dreht sich langsam wieder zu. Der bleibt aber. Hey Mann, es ist wunderschön. Lumos. Lumos. Poppy macht auch gar nichts, sie steht nur rum. Du hast es geschafft. Es blubbert. Schauen wir uns das näher an. Chemielehrer lieben diesen Ausdruck. Es blubbert. Mein Gott, da muss sie sich einmal bewegen. Aus der Nähe ist es noch schöner. Schnaubt sie gleich wie sonst was. Erstmal alles abfackeln, so schön ist es hier. Was wir anrichten können, hätte ich nie gedacht, dass ich mich freue, so viele zu sehen. Ich weiß nicht. Ich höre Ihnen jetzt eine Weile zu und verliere langsam den Verstand. Sehr lustig. Ich dachte, dass das beweist, dass die Wilderer noch nicht hier waren. Falls der Mondstein hier sein sollte. Das heißt, wir sind Ihnen einen Schritt voraus. So, wir haben, was wir wollten. Bringen wir ihn zum Steinkreis. Gut gemacht, Papi. Das war also tatsächlich die richtige Höhle. Zum Glück. Wir brauchen jeden Vorteil, wenn wir die Schnatzer vor den Wilderern erreichen wollen. Wir sollten Dorans Vorschlag folgen und den Mondstein zum Steinkreis bringen. Gehen wir? Ja. Wir sollten es bis Einbruch der Dunkelheit schaffen. Na schön, wir werden direkt hingebracht. Okay, sehr gut. Der Steinkreis. Genau an dem Ort, den Doran uns genannt hat. Aber jetzt weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Wir wussten, dass es hier um den Mondstein geht. Aber Doran sagte nicht, was passiert, wenn wir ihn in den Steinkreis legen. Doran würde uns nicht wissentlich in Gefahr bringen.
Du hast recht. Ich mache mir sicher unnötig Sorgen. Los, lass uns weitergehen. Wir haben es fast geschafft. Ich glaube, es ist da drüben. Übrigens, wie geht's deiner Oma? Oma kann nichts erschüttern. Sie hat einen Katzenjammerzauber gewirkt und gedroht, jeden Wilderer lebendig zu häuten, der auf ihrer Schwelle auftaucht. Ich fühle mich immer noch schrecklich, dass sie wegen mir gekommen sind. Sie ist bestimmt froh, dass du dich um die Schnatzer kümmerst. Das hoffe ich. Oma weiß, wie wichtig es ist, die zu beschützen, die Schutz brauchen. Was war das denn jetzt für eine Wegführung? Irgendwo hoch, wo man gar nicht hochkommt. Ich denke, wir können ziemlich sicher sagen, wo der Mondstein hingehört. Ach Gott. Das war ein Mondkalbtanz. Weißt du, wie selten man so etwas zu Gesicht bekommt? So etwas passiert nur bei Vollmond. Obwohl da dieses Mal vermutlich der Mondstein nachgeholfen hat. Ist das Muster, das sie auf dem Boden hinterließen, normal? Das ist Teil des Tanzes. Das Muster ist allerdings immer anders. Wir sollten es aufzeichnen, um es besser verstehen zu können. Kann's kaum erwarten, Oma zu erzählen, dass ich jetzt schon 2 Mondkalbtänze gesehen habe. Sie wird platzen vor Neid. Du hast das schon mal gesehen? Das erste Mal war reines Glück. Ich saß auf Wolkenschwinge, sonst hätte ich es nie gesehen. Es war die Nacht... Nun, die Nacht, in der ich Wolkenschwinge begegnet bin. Ich... Du musst es mir nicht sagen, wenn du nicht willst. Tatsächlich möchte ich, dass du es weißt. Vor etwa 5 Jahren wurde Wolkenschwinge von Wilderern gefangen. Zuerst wollten sie sie verkaufen, aber dann entschieden sie sich dazu, sie zu töten. War wohl profitabler. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich habe Wolkenschwinge befreit und wir sind geflohen. Wir flogen ewig, bis ich tanzende Mondkälber entdeckte und wir bei ihnen landeten. Für mich war es ein gutes Omen. Ein Zeichen, dass das Schlimmste vorüber war. Wie meinst du, dass du hättest genug und das Schlimmste wäre vorbei? Du musst wissen, als ich Wolkenschwinge befreite, lief ich von zu Hause davon. Aus einem Wildererlager. Ich stamme aus einer Wildererfamilie. Bei Merlin, ich weiß nicht, was ich sagen soll, Poppy. Das muss schrecklich für dich gewesen sein. Ich fühlte mich nie wohl. Je älter ich wurde, desto offensichtlicher wurde es. Oma hat jahrelang versucht, mich von meinen Eltern zu sich zu holen. Als ich dann mit Wolkenschwinge geflohen bin, bin ich natürlich direkt zu ihr geflogen. Wie mutig. Ich bin froh, dass du entkommen bist. Ich auch. Als ich klein war, gab es so viele Kreaturen, denen ich nicht helfen konnte. Das soll sich jetzt ändern. Nach dem, was ich gesehen habe, tust du genau das. Ich hatte ja auch Hilfe. Ich habe noch nie davon erzählt, aber ich bin froh, dass du es weißt. Es ist schön, jemanden zum Reden zu haben. Wie war es, in einer Wildererfamilie aufzuwachsen? Ich erinnere mich vor allem, dass wir ständig umhergezogen sind. Immer der nächsten Trophäe hinterher. Es war chaotisch und gefährlich und keine richtige Umgebung für ein Kind. Wissen deine Eltern, was du jetzt tust? Zum Beispiel diesen Drachen aus dem Kampfring zu retten? Wir sprechen nicht miteinander. Zumindest sprechen sie nicht mit mir. Zuletzt waren sie in Borneo, um dort ihr Glück mit Akromantulas zu versuchen. Ich wäre allerdings nicht überrascht, wenn sie davon erfahren haben. Manchmal wünschte ich, dass dem so ist. Jetzt, da ich älter bin, würde ich gerne mit ihnen reden. Sie zur Vernunft bringen. Aber ich befürchte leider, das würde auch nichts helfen. Da waren so viele Wilderer im Zelt.
Warst du nicht besorgt, dass dich jemand erkennen könnte? Wilderer sind Nomaden und die meisten in diesem Gebiet haben mich noch nie gesehen. Aber irgendeiner von ihnen muss mich ja erkannt haben. So sind sie auf Oma gekommen. Gut, dass du es mir gesagt hast. Wir sollten zurück zu Doran. Er muss das Symbol sehen. Und wir müssen gegen die Wilderer vorgehen. Wenn du den Mondstein holst, kann ich für Doran eine Skizze des Symbols anfertigen. Bist du mit der Zeichnung fertig? Gerade so. Ich glaube, das Muster ist ein Vogel. Sieht jedenfalls so aus. Stand im Tagebuch nicht, der Schlüssel zu den Schnatzern sei das Mondlicht? Natürlich, das ist es. Mondlicht. Das müssen wir Doran zeigen. Obwohl ich nicht weiß, wo er um diese Uhrzeit ist. Vielleicht sollten wir zum Schloss zurück. Wir können ihn suchen, wenn wir uns ausgeruht haben. Na gut, ich bin jederzeit bereit zu gehen. Gut, wir müssen noch Sebastian in der Krypta finden, das stimmt. Praktisch, dass wir gerade zum Schloss zurückgebracht wurden. Das finde ich eigentlich ganz gut bei dieser, bei Poppys Mission. Warum gibt es das eigentlich bei den anderen beiden nicht so, dass man immer wieder zurückgebracht wird? Das ist irgendwie komisch. Sie ist am Boden zerstört. Sie hat euren Onkel begraben. Allein. Ich tat es für sie. Sebastian, Anne könnte es nicht ertragen, dich auszuliefern, aber... Was? Mich ausliefern? Sie hat gesehen, was passiert ist. Ich gebe dir Zeit zum Nachdenken, Sebastian. Mich ausliefern? Sebastian... Hast du das gehört? Du hast es doch gesehen. Ich wollte meinem Onkel nie wehtun. Ich weiß. Unfassbar, dass er tot ist. Wie konnte das nur so schief gehen? Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht. Oh, Anne. Ich wollte nur helfen. Ich kann jetzt nicht gehen. Anne braucht mich mehr denn je. Du verstehst es. Du kannst mit Ominous reden. Bring ihn zur Vernunft. Er hört auf dich. Ich muss zu Anne. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Sebastian. Du weißt es nicht? Oh doch, Anne hat niemanden. Ich bedauere alles, was ich getan habe. Ich weiß, es war falsch. Ich hoffe nur, dass sie mir verzeihen kann. Dass mir alle verzeihen. Egal, wie es jetzt weitergeht. Ich bin froh, dich zu kennen. Armer Sebastian. Ominous. Eine Katastrophe. Unglaublich. Nach dem letzten Treffen ging ich direkt nach Hogwarts. Bevor ich mit Black reden konnte, hörte ich von Anne. Ich bin sofort nach Feldcroft und fand sie bei Solomons Leiche. Sie war außer sich vor Kummer. Einerseits soll Sebastian die Konsequenzen tragen, andererseits erscheint es ihr unvorstellbar. Ich will Sebastian nicht verlieren, aber wir haben wohl keine Wahl. Wir haben keine Wahl. Du hast recht. Du hattest die ganze Zeit recht. Ich wünschte, es wäre anders. Wenn wir das tun, sehen wir Sebastian nie wieder. Das ist mir klar, aber es ist das Richtige. Er hat seinen Onkel getötet. Die ganze Zeit haben wir seine Taten gerechtfertigt. Aber er ist zu weit gegangen.
Das muss aufhören. Alles klar. Überlass das mir. Ich sag's dem Schulleiter. Also bis bald. Ich melde mich. Was auch vor uns liegt, wir müssen es gemeinsam angehen. Das weiß ich. Hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, wenn ich es jetzt... Also beim ersten Playthrough habe ich ihn natürlich nicht verraten. Aber natürlich ist auch so ein Wort. Ich meine, wir haben als Hufflepuff zwar Azkaban gesehen, aber... Ich weiß nicht, irgendwie... Er hat halt trotzdem jemanden gekillt. Das ist auch kein kleines Kind mehr. Sowas kannst du ja nicht einfach mal aus Versehen machen. Ups. Tot. Blöd gelaufen. Geht halt nicht. So. Mal kurz was gucken. Karte von Hogwarts. Nope. Dahin will ich eigentlich. Damit wir wenigstens alle Unterrichtsstunden haben, weil nützlicherweise ist die Unterrichtsstunde Geschichte der Zauberei nur zusätzlich. Alle anderen sind halt verpflichtend, also zumindest einmal musst du sie halt besuchen. Aber Geschichte der Zauberei nicht, und ich bin großer Geschichtsfan, also von daher müssen wir die auf jeden Fall noch mitmachen. Das wollte ich heute noch mitmachen in diesem Nebenmissionsfokus. Heute behandeln wir ein wahrhaft spannendes Ereignis. Den Koboldaufstand von 1752 mit all seinen Triumphen und Tragödien. Aber vor allem werden wir uns mit den verheerenden Folgen für die Zaubereimühlenindustrie befassen. Während der vielen Koboldschlachten gingen unzählige Zauberumhänge verloren. Ja. Tatsächlich wissen wir, wie viele genau. 632. Doch Geschichte geschieht außerhalb des Klassenzimmers. Und schon ist es Zeit für meinen Spaziergang. Man kann die Geschichte, die durch Hogwarts fließt, praktisch aufsaugen. Ich glaube, der Professor will, dass wir ihm folgen. Und jetzt begeben wir uns zur Eingangshalle des Glockens. Wenigstens sind wir aus dem Unterricht raus. Sie wurde gemeinsam mit dem Rest des Schlosses im späten Mittelalter fertiggestellt. Die Halle sowie die Glockentürme darüber sind mit einer Vielzahl interessanter Artefakte ausgestattet. Schön, Sie wiederzusehen. Haben Sie sich von diesen lästigen Drachenpocken erholt? Das war nicht ich, Professor. Ich bin neu hier. Tatsächlich? Nun denn, willkommen. Zweifelsohne erwarten Sie bereits voller Spannung meine Analyse der diversen Zaubererräte, Kodizes, Statuten und natürlich der Koboldaufstände. Nicht alle Kobolde sind aufrührerisch. Einige wagen sich in die Zaubererpolitik, wie Irgit, der Hässliche. Andere sind talentierte Handwerker, wie Brackbor, der Prahler. Den kennen wir. Sagten Sie Brackbor? Den Namen kenne ich. Lodgok meinte, er wäre ein Vorfahre von Ranrock. Wohl bekannt für seine Metallarbeit. Ich könnte mir denken, viel von seinem geschmiedeten Eisen und Silber ist bis heute erhalten.
Wo waren wir? Oh, ja. Zurück zu unserem Thema. Grimbald Weft. Eine weitere nennenswerte historische Figur. Er ist ganz in der Nähe. Interessierte Schüler könnten in der Eingangshalle des Glockenturms finden. Revelio! Ich bitte wärmstens, dass alle Schüler sich mit ihm. Dieser unscheinbare Fleck soll der Ort sein, an dem der erste erfolgreiche Einsatz von. Schätze, erfolgreich ist hier relativ, denn wer immer das war, ist nicht am Leben. Ich würde jetzt so gern auf einem Besen sitzen. Sir Staggelthorpe, der Achtlose, spielte eins gegen einen Werktrollen. Jerusalem. Warte mal, wer gewonnen hat. Reise nach Jerusalem. Bin schafft es, dass die interessanteste Schule der Welt richtig öde erscheint. Revelio. Nein, das ist nicht Grimbald. Kaputte Besen gehört Selena Waterby und ist Gerüchten zufolge das Einzige, was übrig blieb, nachdem sie darauf bestand, den anderen Drittklässlern ihre experimentelle, lineare Apparierzauberkunst zu demonstrieren. Keiner weiß, ob sie Erfolg hatte. Grimbald Weft. Dies ist der Schädel des berühmten Schneiders Grimbald Weft, der während des Koboldaufstands von 1752 mit seiner geschickten Näharbeiten die Mäntel zahlloser Hexen und Zauberer flickte und so verhinderte, dass sie im Kampf krank wurden. Ah, ich sehe, Sie haben Grimbald Weft gefunden. Ja, es hat Spaß gemacht, ihn zu suchen. Der Nervenkitzel akademischer Unterfangen. Ich kenne das Gefühl nur zu gut. Wenden wir uns nun der einnehmenden Persönlichkeit und allgemeinen Gutmütigkeit von Sir F. Puddle zu. Er ist auch in der Nähe. Sehen Sie, was Sie von ihm für die nächste Aufgabe erfahren. Ein Gefolge treuer Ritter leistet seine ewige symbolische Wache über den Glockenturm. Den Unterricht zu verlassen, Statuen um durch die Schule zu wandern, entspricht Professor Binns Lehrmethode. Verstehen. Aufmerksame Schüler können die Statue von Sir F. Puddle von der heiteren Miene unter den Riegen der Ritter erblicken. Winkender Ritter. Die Rüstung gehörte Sir F. Puddle von der heiteren Miene, einem legendären freundlichen Ritter, der dank seiner freundlichen Art und seines Verhandlungsgespürs angeblich jede Schlacht gewann, bevor es überhaupt zum Kampf kam. Einige vermuten, dieser Erfolg könnte an einem besonders mächtigen Fröhlichkeitszauber gelegen haben, mit dem er sich selbst belegte. Günstige Drachen erlangt. Wagadus Geschichte ist nun ja etwas anders als die von Hogwarts, gelinde gesagt. Wo sein warmes Lächeln und seine heitere Art ihn unter alten Freunden und Neuzugängen beliebt machten. Ich empfehle jedem, Bekanntschaft mit der winkenden Statue zu schließen. Professor Binns, ich habe Sir F. Puddles Statue entdeckt. Sehr gut. Leider war Sir F. Puddles Freundlichkeit sein Verhängnis. Er starb bei dem Versuch, sich mit einem Basilisken anzufreunden. Augenkontakt ist nicht immer zu empfehlen. Er war so beliebt, dass selbst einige Kobolde um ihn trauerten. Das kam bei den anderen Kobolden natürlich nicht gut an, denn die meisten von ihnen wollten nicht um einen Zauberer trauern. Kobolde und Zauberer werden einander nie trauen. Ja, es braucht einen Kessel, um einen Kitzpurfel aufzuziehen, wie man sagt. Die Geschichte pflegt sich zu wiederholen. Sie ist eine Reihe von Mustern, was sowohl beruhigend als auch beunruhigend ist. Kluge Schüler wie Sie werden daraus lernen. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön, Professor. Halleluja. Geschichte wird von. Wer bei Geschichte der Zauberei durchfällt, ist verdammt, sie zu wiederholen. Die Klasse, zumindest meine ich. Sage ich das gerne. Wie können wir so viel tun und so wenig erreichen? Okay.